Hey, guten Morgen! Das Buch ist fertig. Endlich ist es fertig. Die Leute aus dem War Spirit Circle, also der Liste, die ich immer anschreibe mit den aktuellen Neuigkeiten, die wissen das ja schon. Ich kämpfe seit 2-3 Monaten darum, das Buch endlich fertigzustellen. Und naja, es gibt immer ein paar Probleme, wenn man so ein Buch veröffentlicht. Und viele von euch werden vielleicht gar nicht wissen, welches Buch ich jetzt meine. Ich habe ein Buch geschrieben und das nennt sich Low Carb. Der teuflische Trend. Da geht es darum, dass, ja, da gibt es eigentlich zwei große Themen. Das eine große Thema ist, dass heutzutage die YouTuber und die Social Influencer eine ziemliche Macht haben, was Wahrheitsvermittlung angeht und auch Wahrheitsbildung. Und da berichte ich natürlich mit Insights aus YouTube und auch aus meinem Studium und den zusammenhängenden Praktika und Arbeiten. Ich habe in der Steuerkanzlei gearbeitet, nachdem ich dort auch ein Praktikum gemacht habe. Hatte so ein bisschen Einblicke im Budget der Unternehmen und natürlich auch durch die Professoren und ihre Geschichten aus den Unternehmen kann ich da einiges an Wissen, gerade was Manipulation angeht, in Bezug auf Wissen, auch auf Ernährungswissen, zum Besten geben. Und habe das dann eben auch getan in dem Buch. Und ja, ich habe jetzt das Feedback der Lektoren erhalten, die das Buch lektoriert haben, und ich glaube, das Buch ist ziemlich geil, weil einerseits ist das so ein Buch, wo wirklich jemand, der relativ unbefleckt ist, abgeholt wird, auch jemand, der vielleicht, was die Wortwahl angeht, nicht ganz so einen intellektuellen Höhenflug macht, wenn er Bücher liest, sondern einfach solide Literatur haben möchte. Zum einen und zum anderen eben wirklich derjenige, der schon Fachkompetenz aufgebaut hat und der wirklich tiefergehendes Wissen will. Und diesen Spagat habe ich versucht zu bewältigen. Wie gesagt, ein Teil des Buches ist alles so YouTube, Ernährung, Manipulation, wie das alles zusammenhängt, warum Low Carb sich so lange etablieren kann als Trend, obwohl ausgehend von der Wissenschaft, und das ist der zweite große Punkt, da überhaupt kein Fundament dafür existiert, eine nicht ausgewogene Ernährung, sprich eben auch unter anderem Low Carb, dauerhaft durchzuführen. Und der zweite Teil, der hat natürlich einen richtig, richtig heftigen, eine heftige Wissensbasis. Ich habe über 100 Studien ausgewertet, analysiert über die letzten 6 Monate. Danke an alle, die mir den Rücken freigehalten hatten. Danke an alle, die ich mit Diskussionswünschen oder mit Fragen da behelligt habe, weil ich bin nun auch ein Mensch, der sich in alles auch ein bisschen reinarbeiten muss, und da ist immer schön, ein paar Fachidioten an deiner Seite zu haben, die dir dann helfen können, mit war es der Biochemie. Das war eigentlich genau das, wo ich die meisten Fragen hatte bei der Analyse, wo wirklich ein Biochemiker mir zur Seite gestanden hat, der mir das alles wunderbar erklären konnte und eben dann dadurch, dass ich eben das auch erklärt bekommen habe, einige Zusammenhänge, das dann eben auch in dem Buch so hoffentlich darstellen kann, dass jeder das auch versteht, weil es sind teilweise echt durchaus heftige Zusammenhänge, also heftig im Sinne von, dass komplex, kompliziert, ein bisschen Fachjargon dabei, den man einfach da in dem Moment auch nicht vermeiden kann, weil es halt Begriffe sind, die eben genutzt werden müssen, damit man weiß, um was es geht. Und das dann alles so unter einen Hut zu bringen, dass dann wirklich daraus was entsteht, wo jeder da irgendwo was mit anfangen kann. Also sowohl der interessierte Laie als auch der Fachidiot. Das finde ich halt toll, dass das gelungen ist. Und ich habe auch, um das Wissen ein bisschen zu einprägsamer zu gestalten, habe ich Bilder benutzt. Das heißt, ich habe viele kleine Visualisierungen, um eben diese Zusammenhänge immer zu verknüpfen mit einem Bild, weil wir denken in unserem Gehirn nicht in Worten, sondern in Bildern. Und ich habe halt eben versucht, das als Komplettwerk so zu machen, dass da wirklich ihr genau Bescheid wisst, was eine ausgewogene Ernährung ist, warum eine Low-Carb-Ernährung, also zu viel an Fetten und zu viel an Protein, warum das genau schädlich ist. Und dass ihr auch die Grundlage habt, wenn ihr diskutiert. Wie gesagt, die Studien sind alle verlinkt. Und dass ihr wirklich euch sicher sein könnt, dass das, was da steht, da ist War Spirit approved, das ist wirklich, dass ich nach Besten und Gewissen ausgewertet habe. Und ich bin jemand, der fern von jedem Dogma ist. Ne? Wenn mir jemand zeigt, okay, eine Rohkosternährung ist nicht das Ideale, weil so und so, und das haben ja schon Leute gezeigt, weil die Menschen einfach
sie haben selber Ernährung getestet und dann festgestellt, dass eben, wenn sie sich nur rohköstlich ernähren, auch über eine längere Zeit hinweg, dass sie ihre Darmfunktionen da, sag ich mal, nicht einfach umstellen, sondern dass es ihnen tatsächlich besser geht, wenn sie auch mal eine gekochte Mahlzeit essen. Und da habe ich mich an Ayurveda erinnert, dass da rein von der Empirie, von der quasi nicht von der wissenschaftlichen Seite her, sondern von der Beobachtung der Menschen, dass es da durchaus ja, verschiedene Individuen gibt, die auch verschiedene Stoffwechsel haben. Und von daher bin ich jemand, der tatsächlich euch versucht, möglichst objektiv, möglichst ja, von allen Seiten beleuchtet, das zu präsentieren und eben diesen Mythos der Low-Carb-Ernährung Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und da ist dann auch, ja, ich habe mich dann auch, in manchen Videos habe ich mich auch zu vage ausgedrückt, indem ich gesagt habe, zu viel an Fetten ist schädlich und bin dann nicht drauf eingegangen, was genau zu viel an Fetten ist. All das habe ich natürlich in so einem Buch, das natürlich eine ganz andere Tiefe hat und eine ganz andere Qualität als so ein Video, was man einfach mal, wo man sich ein, zwei Tage mit etwas beschäftigt, als wenn man wirklich 6 Monate am Stück sich dahinter setzt und ein Buch kreiert, was wirklich einfach, ich bin so mega stolz darauf, ja, einfach aus dem einfachen Grunde, weil das Buch ist so ein Herzensding, das ist so ein Herzensding und dass ich das auch durchgezogen habe. Natürlich ist es so, Low Carb ist im Trend, von wo ich damals in den Top 10 war bei der Amazon, mit meinem Buch Rohkost for Low Cost, waren in der Top 100 von 100 Büchern 78 mit dem Titel Low Carb und alle Low Carb Backbuch, Low Carb, also nicht Low Carb ist böse oder so, sondern alles nur pro Low Carb, Kohlenhydrate, alles böse und so weiter. Und ja, und so ein Buch zu schreiben ist natürlich rein marktwirtschaftlich, ist ein Schuss in den Ofen, das ist mir jetzt schon klar, aber darum geht es nicht. Und deswegen bin ich eben so stolz, dass ich es durchgezogen habe und gesagt habe, Christian, das Buch ist jetzt notwendig. Es ist jetzt notwendig in dieser Zeit, wo jeder, der irgendwie eine Kamera bedienen kann und irgendwo selektiv sich was rausziehen kann, dazu irgendwie einen Kurs besucht hat, wie stelle ich mich kompetent dar, indem ich ja, verschiedene Dinge abhandle. Da gibt es gerade jetzt im bewussten Gesundheitsbereich so viele, gerade unter diesen digitalen Nomaden, die siehst die Videos und du siehst halt, wie die Leute so Haken für Haken abgearbeitet haben. Was machen sie mit ihren Armen? Wie drücken sie sich aus? Wie ziehen sie sich an, was ist im Hintergrund zu sehen und so weiter. Und ja, was sagen sie am Ende, was sagen sie am Anfang. Das sind alles so, was man abarbeiten kann. Und dann weißt du und dann hast du das Gespür, hey, boah, komm, hör auf. Weißt du, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie irgendwas Echtes zu übermitteln, sondern man versucht dann in eine Rolle reinzugehen. Und das endet dann immer dahingehend, dass man selektiv zum Beispiel der Rohkost oder der Low Carb oder der High Carb oder der Instinkto-Ernährung oder was auch immer, dass man diese dann selektiv nimmt, also die zum Beispiel Studien auswerten, sehr selektiv das dann eben rauszieht. Und ja, das ist halt echt scheiße. Das ist eine Zeit jetzt, wo so viele Ideologien aufeinanderprallen, dass, ja, da braucht es einfach mal ein Buch, was wirklich aufräumt, was sagt, ausgewogene Ernährung ist wichtig, ne? Fette, Proteine, Kohlenhydrate, alles wichtig und alles in einem Maße zu sich zu nehmen, wie entweder man hat ein gutes Körpergefühl, dann endet man nämlich genau dort, wo auch die Wissenschaft quasi endet. Und die wissenschaftlichen Empfehlungen in Bezug auf Kohlenhydrate, Fette und Proteine sind auch eindeutig. Es ist immer, dass die Kohlenhydrate ganz stark dominieren und das hat gute Gründe. Nicht nur, weil das Positive der Kohlenhydrate, sondern auch das Negative der Fette und Proteine. Und da gibt's einiges, da gibt's einiges. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, senkt ihr augenblicklich euer Krebsrisiko um 75% und euer Sterblichkeitsrisiko auch um 25%. Das ist nämlich genau das, was, wenn man Low Carb in irgendeiner Weise in Erwägung zieht, ja, was dann die Folge ist, ausgehend von dem Wissen, was ich euch dort präsentiere. In dem Buch ist aber weit mehr noch drin geschrieben. Da geht es auch darum, warum Krankheiten immer als unheilbar gelten, obwohl sie de facto nicht unheilbar sind, weil sie schon geheilt worden sind. Aber warum das so ist, das ist dann wieder eher die Schiene so ein bisschen Aufklärung, Entmystifizierung, ein bisschen Entwirrung, was sozusagen hinter den Kulissen in den Medien abläuft. Und mittlerweile bin ich ja auch so ein, ja, ich bin Medienprofi, kann ich schon sagen. Seit 4 Jahren ja, mache ich YouTube und vorher habe ich auch schon mich im Bereich der Medien aufgehalten und kann echt sagen, ich habe da einiges zu berichten und das werdet ihr alles in dem Buch lesen. Das Buch gibt es in 2 Ausführungen, einmal Taschenbuch, einmal E-Book. Bedenkt bitte genau, was ihr nehmt. Beides hat unterschiedlich auch Arbeit gekostet, weil
es ist nicht so, viele stellen sich das vor, oh, ich habe das Taschenbuch und dann kopiere ich das einfach als E-Book und dann präsentiere ich beides. Und dann sind auch Menschen, die kommen und sagen, hey, ich habe das Taschenbuch gekauft, das E-Book kannst du mir doch dann schenken. Und ja, ich habe es tatsächlich einige Male gemacht. Ja, eigentlich habe ich es immer gemacht, aber ich habe mir einfach gesagt, ich habe mir in beides wirklich auch Arbeit reingesteckt und ich finde das nicht viel Geld, 9 Euro. Also wer sich irgendwie einen Döner kauft oder zwei Döner von mir aus kauft irgendwo auf der einen Seite oder ein Buch in der Hand hält, was sein Leben maßgeblich verändern kann, wo man gerade in Diskussionen auch mit Menschen, die Kohlenhydrate verteufeln, wo man dann wirklich auch mal Faktenwissen sagen kann und nicht Faktenwissen, wo man Angst haben muss, wenn man irgendwie eine Studie verwendet, dass in der Studie eigentlich was ganz anderes steht. Es gibt da so viele Beispiele, auch in dem Bereich, wo ich mich aufhalte, also Rohkosternährung. Da gibt es Menschen, die werten Studien aus und da kommt was raus oder aus dem Video wird was suggeriert, was, wenn man die Studie dann tatsächlich liest, dass man dann, wo man sagt, hey, das steht so eigentlich gar nicht drin. So, und bei dem Buch und bei den Studien könnt ihr euch darauf verlassen, dass sie Raw Spirit approved sind, dass ich wirklich da nach bestem Wissen und Gewissen, sagt ihr das glaube ich schon, die Studien ausgewertet habe und ja, dann eben euch präsentiert habe. Und ja, und es ist eben nicht so, dass man Taschenbuch und E-Book einfach so kopieren kann, sondern es ist so, dass die Formatierung eine ganz, ganz andere ist bei E-Book und Taschenbuch. Und das ist ultra nervig, das zu verarbeiten. Hat auch mega viel Zeit gekostet, aber auch deshalb, weil ich mich doof angestellt habe. Und ja, und deswegen überlegt wirklich, wollt ihr das E-Book oder wollt ihr das Taschenbuch? Beides hat einen Vorteil, ne? Das E-Book habt ihr sofort. Ihr könnt Links anklicken, direkt Studien recherchieren. Ihr habt das mobil immer wieder dabei. Und ihr habt, wenn ihr mindestens 50 Bücher im Jahr lest, auch einen ökologisch geringeren Fußabdruck. Das Taschenbuch, da habt ihr einen geringeren ökologischen Fußabdruck, wenn ihr unter 50 Bücher im Jahr lest. Ich habe das alles schon mal ausgerechnet in einem anderen Video. Wenn ich es finde, verlinke ich euch das. Ihr habt das Buch natürlich als Buch. Viele mögen das einfach, mich eingeschlossen, das Buch einfach so in der Hand zu halten und zu lesen. Und ja, ihr könnt Bemerkungen machen, ihr könnt was anstreichen und ja, ihr könnt das einfach halt auch irgendwo hinstellen. Und naja, also ihr könnt euch auch beides kaufen. Ich finde es auch immer schön, wenn... Ja, der ein oder andere, ich weiß ja, wie es ist, ne, in unserem Land. Es gibt natürlich auch Menschen, die gerne auch geben, einfach so geben. Wie Menschen, die mir einfach so was spenden. Oder die Patreons, die seit Jahren mich unterstützen, seit Jahren teilweise. Und ja, und das machen sie freiwillig. Aber wir haben das alle so gelernt, ne, wenn ich was bezahlen will, dann muss ich auch was bekommen. Und man bekommt ja eigentlich schon die YouTube-Videos jeden Tag, eine Inspiration. Aber viele Menschen sehen das Video, das bekomme ich auch kostenlos. Und spüren noch nicht so diese Energie, diesen Fluss. Und für diese ist es eben total schön, dass wenn sie dann so ein Buch haben, dann können sie dann für etwas bezahlen. So. Und entsprechend werde ich auch diesmal das wirklich so sagen, es gibt das E-Book und es gibt das Taschenbuch, das kostet 9 Euro und das andere kostet 12 Euro. Und da könnt ihr euch dann das eben auswählen, was ihr wollt. Und habt dann eure Wissensquelle, was ausgewogene Ernährung angeht, was eben diese ganze Manipulation angeht. Und dieses Buch ist so essentiell wichtig für jeden Menschen, der sich für gesunde Ernährung interessiert. Da steckt so viel drin, wo ihr so Aha-Effekt habt, wo ihr sagt, okay, ja klar, das macht dann Sinn. Und deswegen höre ich nicht auf Person X, Y, Z, sondern eben ich informiere mich und erkenne gewisse Verhaltensweisen. Ich gebe da ein paar Sachen auch von der Argumentationstechnik, ein paar Sachen an, wie sokratische Ja-Straße, also dass man Argumente aufbaut, indem man erstmal Zustimmung erwirkt und dann weitergeht. Also auch in die Richtung geht das Buch, dass man so generell ein bisschen, sag mal, gewappneter ist in diesem Dschungel der Ernährungsempfehlungen und der Social-Media-Blogs und YouTuber und whatever. Und andererseits eben wirklich tiefes Faktenwissen. Ich hoffe, der Spagat ist mir gelungen. Für mich liest sich das total gut. Ich bin total gespannt auf euer Feedback und ich bitte euch einfach, wenn ihr das bei Amazon kauft und ihr habt das Buch gelesen, einfach ein ehrliches Feedback auch für die anderen Menschen, die das Buch potenziell kaufen wollen, einfach zu hinterlassen. Ich würde mich auch total freuen aus dem Grunde, weil die Grundintention dieses Kanals ist ja auch, Produkte zu testen und Bücher zu testen, um das andere Menschen bewusst konsumieren. Und wenn euch was auffällt, was ihr besonders gut findet oder was ihr vielleicht nicht so gut findet oder irgendwas, schreibt das in die Amazon-Rezension rein, ob ihr das Buch fandet, dass die Leute irgendwie so einen Eindruck davon haben, was das genau ist. Und da würde ich mich persönlich freuen, das wäre so meine Bitte an euch, wenn ihr euch das Buch kauft. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne überall diskutieren, hier in irgendwelchen Foren, überall darüber austauschen,
was ich da ja, kreiert habe. Ich bin stolz. Ich bin stolz und ja, freue mich einfach. Und ja, wir schauen mal, was ihr davon haltet. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns dann unten in den Kommentaren wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.